Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück beim Secret of Mana PS4 Remake. In der letzten Folge sind wir mit Popoy in ihr altes Heimatdorf zurückgekommen und wir mussten feststellen, es war zerstört gewesen und kein einziges Elfenkind mehr da. Nachdem wir den dort ansässigen Boss besiegt haben, konnten wir jedoch von Popoy einen Verwandten finden, welches anscheinend ihr Großvater ist. Ja, und der Großvater von Popoy vertraut der Gruppe die Macht vom Djinn, dem Windelementar, an. Um den legendären weißen Drachen zu finden, der die Macht besitzt, das Mana zu beschützen, müssen Mana, Prim und Popoy nun weiter ins Königreich Matango. Und genau dorthin können wir jetzt auch aufbrechen, denn mit Hilfe der Magie vom Djinn können wir einen Analysezauber starten, um herauszufinden, mit welcher Magie ein Kristallorb besprochen werden muss, damit wir weiterkommen in der entsprechenden Region. Ja, gespeichert habe ich schon kurz vorher gerade. Ich bin sonst nirgendwo anders rumgelaufen. Von daher machen wir uns jetzt so schnell wie möglich auf ins nächste Gebiet. Na gut. Ah, wie ich euch hasse. Was soll denn, Schneemann? Ich hab doch gar keine... Ach, ich hab noch die Frostmagie auf dem Schwert. Komm, Gekusch. Was mich gerade wundert... Komme ich eigentlich hier oben links nicht doch noch lang? Komm, Gekusch. Das sieht doch immer neu aus, als ob es da lang geht. Naja. Ey! Ah, natürlich genau reingelaufen. Ich will doch nur ab und zu mal durchgucken, was es noch so gibt. Ihr Schweine! Alter! Geht mehr ein Mümmeln, ihr Mümmlerchen. Das mache ich nicht mit dir mit. Ach, weil du bist ja schon hier. Ach, dieses komische Robby noch. Hä? So schlimm, Junge. Hä? Heilkräuter! Nee, hör auf, so einen Scheißzauber zu machen. Ah, der Djinn sieht wenigstens aus. Vor allem hier ist er so fett. In Wirklichkeit ist er irgendwie so ganz klein gewesen. So. Analyse! Wer hätte es gedacht? Na dann, Popoy, tu dein Bestes. Oh, nein, danke. Ja, hier ist sowieso übelst dünn. Also. Okay. Wie ich mich kenne, würde ich sonst gleich hops gehen. Hau ab, du Olle! Die sollen Robby für Arme sind? Kriecher? Teilweise diese unsichtbaren Gegner sind echt zum Kotzen.
Ja, genau. Ja, yeah, Stufe 18. Du rosa Feuer, du! Ja, natürlich. Ja, besser noch einschlafen. Hab ja noch nicht genügend Statusbeschwerden. Ach, komm, ich geh gut. Ach, nö, 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 nö. Ja, genau. Stirb doch. Na, wenn es da mal nicht links nach oben geht. Gut. Kann ich mal irgendwo hier ein paar Gegenstände verstecken? Alles kommt, bei mir bringe ich doch irgendwo rein. Nur sie doch verarschen. Nur 35? Ich mach da schon 53 mit einem normalen Schlag. Alter. Hier, 52 mit einem normalen Schlag und mit einem Spezialschlag 35. Ne. Na, schubst du mal langsam. Geht doch. Oh, Ich würde sagen, da geht's eigentlich weiter. Da nicht. Nochmal ein Kanonier, der nicht besetzt ist anscheinend. Ja. Okay. Ach, die sind sich mein Gegner.
Angekusch. Hier ist niemand bewusstlos. Was bist du denn? Leg mir bloß kein Ei, mein Freundchen. Eine Kimono-Eule. Was soll er? Ah, stimmt ja, die Viecher haben ja... Nee. Den Igel kannst du schön stecken lassen. Vor allem der Igel ist größer als diese olle Eule. Moment hier mal, müsste ich hier nicht die Axt ausrüsten? Ja. Ich will hier rüber, aber okay, halt nicht. Du siehst nach einem freundlichen Pilz aus. Guten Tag. Ja, das freut mich aber auch. Dafür bin ich ja wieder zuständig. これが挨拶の言葉。うん。森が最近騒いでいるよ。何かよからぬことの前触れか。Bestimmt. Gontama。これが別れの言葉。 Genau, Matango rückwärts. Ihr seid so einfallsreich, Freunde. Okay, hier geht's schon gar nicht lang. Was ist das für ein Scheiß? Nein. Ich dachte, ich komme hier noch irgendwo lang zum König oder so. Ah ja. Ja, das kenne ich schon. Champignon. Das Schloss heißt Champignon. Oh Gott. Na dann, immer her mit Gegenständen. Was haben wir denn hier? Was soll er? Okay, die habe ich schon. 4 Mana, also für alle 3. Und auch für alle 3. Ich sag immer noch, das ist die Stimme von Ichigo. Aber naja. Ausrüstung. So, Mütze, nicht für euch. Das sieht ja jetzt aus, das hilft auch gegen Vergiftungsresistenz oder so. Na dann. Was? Batz ist schon wieder hier. Ja, natürlich. Oh. Jetzt sieht es wieder aus wie ein Bumerang. Gut. Ima, kono hito kara minasan no hanashi o kiitei tan desu. Mhm. O-sama wa oku no heya ni owashimasu. Bestimmt da links, ne?
この先は危険。王の許しが必要だ。Na dann. Yeah, schlafen. Holen wir uns erstmal noch eine kleine Cutscene vorab. Ja. Wie? Hier gibt's keine Cutscene? Sag jetzt nicht, weil es hier keinen Tisch gibt. Ich raste aus! Ich speichere mal sicher, jetzt haben wir mit zwei Speicherstand, falls doch mal was passiert. いや、驚きましたよ。私が山の洞窟で絶滅したはずの白竜を見たんです。かつて我らの先祖は Warum sollte ein Pilz aber fliegen? Jetzt weiß ich, warum ihr fliegen wollt. Ihr seid dann Fliegenpilze. Schlechter Wortwitz. Genau gestern, na dann. Doryufo-sama-wa. 亡くなられた先の王様の後、立派についでいらっしゃる。しかし、ドリフォー様は少々向こう水なところがあるので、苦労が絶えぬわ。お前たちも知ってるだろう。マナの要塞と神獣の世界を炎で包んだ戦いの伝説を。その神獣とは違うみてえだが、世界には昔から 神の獣って呼ばれている生き物がいるぜ。時々森の中とかでわけのわからない黒いやつが飛んでるだろ。あれだよ。Gibt's hier was? Oh, eine Truhe. Ihr habt nichts gesehen. ついに来たか、伝説の勇者たちを待ってたぜ。とぼけたってダメさ。この国にはちゃんと伝説があるんだから。わしにし。 Warum kommt jetzt noch mal die Intro-Musik? Seiken tazusae shi hito no ko no yusha arawale. Kuni o sukuan. Na, omae ra no koto daro. Ma ma, sou tereru na. Chanto wakatten dakara sa. ちょうど昨日、国の者が北の洞窟で白い竜が大蛇と戦ってるのを見たんだ。まさに予言は大当たり。さあさあ、一回右の出口から洞窟に向かってくれ。神殿？知ってるけど、うちの伝説じゃ勇者はまず洞窟に向かうぜ。<笑> Na klar. その後で神殿への行き方を教えてやるよ。ほら、急いで。あ、そうだ。勇者が来たら上の階の宝箱を開けさせるように言い伝えがあるんだ。開けてってくれ。オッケー、then gehe ich halt jetzt erst hoch。遅かったじゃない。きっとここに来ると思って待ってたんだよ。 Wo ist denn? Natürlich. Irgendwann geht man in die falsche Richtung. Ja, Freunde.
ihr habt es ja gehört. Im nördlichen Teil des Waldes gibt es anscheinend eine Schlange und ein weißer Drache hat gegen diese Schlange gekämpft. Da wir es in dieser Folge nur doch ein klein bisschen ruhiger angegangen sind, würde ich sagen, packen wir die Action in die nächste Folge und sehen uns dann auch genau hier an dieser Stelle wieder. Von daher, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es nicht gefallen hat, könnt ihr trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch was in die Kommentare schreiben. Also, von daher, ciao, ciao.